Welcher deiner Wünsche wird sich demnächst erfüllen? Schauen wir uns an mit dem Golden Wheel Tarot. Sei herzlich gegrüßt. Ja, schön, dass du da bist, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr. Und du denkst dran, es ist eine allgemeine Legung, na, die kann ich auf jeden zutreffen. Schau deswegen genau hin, spüre in dich rein, ob das, was ich sage, tatsächlich was mit dir zu tun hat und ob das, was ich hier sage, tatsächlich deine Wünsche und Träume sind. Ne? Ich fange natürlich jetzt ein paar Energien auf. Ich kann nicht sicher sein, dass ich jetzt tatsächlich hier alle erwische. Das ist relativ unwahrscheinlich. Insofern schau bitte genau hin und wenn das nichts für dich ist, dann verwirf es einfach. Ja? Danke auch für alle eure Likes, Kommentare, Abos, fürs Teilen meiner Videos. Vielen lieben Dank. So, jetzt schauen wir mal, was wir auf diese Frage vom Universum, von der lichten geistigen Welt für eine Antwort bekommen. Ich habe dafür das Golden Wheel Tarot gewählt von der Mila Losenko, weil das für mich auch hier jetzt so, ja, ich habe so reingespürt, für mich hat es die passende Energie. Schauen wir mal, was es uns mitteilen möchte. Ich mache jetzt hier drei Bereiche und du kannst schauen, du kannst dir mehrere auswählen, du kannst auch nur einen wählen, wie du möchtest. Welche Wünsche und Träume meiner Zuschauerinnen und Zuschauer werden sich demnächst erfüllen? Bei Stapel Nummer 1, bei Stapel Nummer 2 und bei Stapel Nummer 3. Oh, die 6 der Schwerter. Du wirst irgendetwas hinter dir lassen, wovon du schon länger geträumt hast. Also das ist eine Karte, die ist sehr auf die Zukunft ausgerichtet. Ihr seht ja, der schaut ja auch ähnlich wie bei den 3 der Stäben hier in die Zukunft. Schauen wir mal, worum geht es hier genau. Vielleicht ziehst du um, vielleicht gehst du ins Ausland, vielleicht gehst du in einen neuen Job, vielleicht gehst du in eine neue Partnerschaft. Irgendetwas lässt du hier hinter dir und beginnst etwas Neues. Da haben wir die Liebenden. Es kann also um die Liebe tatsächlich gehen, dass du eine Partnerschaft hinter dir lässt oder auch die Energie. Na, ich sage ja immer, nur weil eine Partnerschaft beendet ist, nur weil wir uns haben scheiden lassen, sind ja die Energien nicht weg. Wir können ja emotional trotzdem noch an jemanden hängen. Und das sehr, sehr lange. Na, es gibt Menschen, die sind schon viele Jahre geschieden und hängen immer noch an ihrem Ex-Mann oder an ihrer Ex-Frau. Der Tod, und der Narr. Ich glaube, es geht hier tatsächlich um sowas. Ich glaube, hier geht es darum, dass die eine oder andere von euch jetzt etwas in Liebesdingen endlich hinter sich lassen kann, was bisher vielleicht sie immer noch gebunden hat und ihr deswegen keinen Neuanfang ermöglicht hat. Und das wird jetzt möglich. Ja? Also vielleicht hing man immer noch durch Gefühle, ob positive oder negative. Negative Gefühle binden oft noch heftiger. Ne? Also die Wut auf jemanden oder die Enttäuschung über jemanden. Ne? Lasst solche Gefühle wirklich los. Das ist ganz, ganz wichtig. Nicht für den anderen, sondern für euch selbst. Wenn ihr wütend auf jemanden seid, dann bindet ihr euch an diesen Menschen in negativer Form. Und dann wundert euch nicht, warum kein neuer Mensch in euer Leben kommt. Und das scheint es jetzt hier überwunden zu sein. Ein großer Wunsch war scheinbar hier, eine alte Partnerschaft, einen alten, also einen Ex-Partner oder eine Ex-Partnerin, jemand, mit dem es einfach zu Ende war und doch noch nicht ausgelebt, dass sich das jetzt ja verabschieden darf und dass hier neue Energien kommen. Sagt mir mal noch ein bisschen was dazu. Da kommen die 4 der Kelche. Der König der Kelche. Ja, und die 9 der Schwerter. Vielleicht ging es um einen Mann, der dich verlassen hat, der dich abgelehnt hat, ne? Der nicht so wollte, wie du wolltest. Und es hat dir ein Gedankenkarussell verschafft, schlaflose Nächte. Vielleicht hast du Tage, Wochen, Monate, manche hängen jahrelang an so einer Geschichte.
Und das geht jetzt raus. Das beendet sich jetzt. Vielleicht hast du einfach die Entscheidung getroffen, jetzt ist Schluss. Oder aber du hast etwas anderes gelernt, denn es muss irgend sowas sein, damit sich diese Energie jetzt auflösen kann. Oft ist es wirklich alleine schon dieses jetzt ist Schluss. Ja? Jetzt gehe ich aus dieser Energie raus. Jetzt gehe ich vergebe ihm alles, was er mir angetan oder vermeintlich angetan hat. Und ich vergebe mir alles, was ich mir in dieser Beziehung selbst angetan habe. Und ich gehe raus aus der Nummer. Das reicht oft schon, damit sich die Energie verändert. Vertraut euch da. Manche Menschen glauben einfach nicht, dass wenn sie eine Entscheidung treffen, dass das Nachhaltigkeit hat für sie. Aber natürlich. Überlegt mal, wie klein man sich fühlen muss, wenn man seinen eigenen Entscheidungen keinen Glauben schenkt. Natürlich habt ihr die Macht dazu. Sagt mir noch was dazu? Die 7 der Stäbe, du weißt genau, dass du das nicht mehr willst. Die 4 der Schwerter, das ist die Heilung, der Rückzug. Und der Page der Stäbe, du fängst ganz neu an. Du fängst ganz neu an. Also was auch immer, welches Gewicht auch immer dieser Mann hatte. Ne? Ob das jetzt nur eine Kennenlernsituation war und er hat dich stehen lassen oder ob das tatsächlich schon eine Partnerschaft war, die sich hier aufgelöst hat. Was auch immer es war. Hier war eine energetische Verbindung, die dieses Drama, um es mal so zu nennen, immer noch bei dir zumindest, bei ihm weiß ich nicht, habe ich nicht gelegt, aber bei dir auch am Leben erhalten hat. Und du hast nicht die Möglichkeit dadurch gehabt, ein neues Leben, eine neue Leichtigkeit in dein Leben zu bringen. Und jetzt heißt es, das ist jetzt vorbei, das geht jetzt raus. Deine Wunscherfüllung wird dir hier gewährt, dass du hier endlich von einem Menschen ablassen kannst, der dir einfach ja, nicht mehr gut getan hat, der dir nicht das gebracht hat, was du dir gewünscht hättest. Und das ist eine tolle Angelegenheit, denn damit kannst du tatsächlich jetzt dein Leben neu gestalten. Du kannst neu anfangen. Und vor allen Dingen, der Narr sagt ja unbeschwert neu anfangen. Finde ich eine sehr schöne Aussage. Ich finde, wenn man diese Situationen kennt, ich kenne sie auch, wo man einfach von einem Menschen nicht loskommt und man schafft es endlich, dann ist das wie ein Befreiungsschlag. Und der wird dir hier gewährt. Auf zu neuen Ufern. Ich wünsche dir alles Liebe dafür. Dann haben wir die 8 der Kelche. Das ist nochmal eine ähnliche Energie. Auch da verlässt man etwas schweren Herzens. Das kann aber hier alles jetzt sein. Ne? Das kann sein, dass es sich um Berufliches handelt. Hier war es ja wirklich auf Liebe bezogen. Hier geht es um, kann es alles sein. Liebe, Beruf, Familie, Land. Schauen wir mal, worum geht es hier? Die Sonne. Der Ritter der Stäbe. Und die 2 der Münzen. Also, ich kriege jetzt gerade rein, wie als wenn das eine Fortführung von Stapel 1 ist, ne? Du hast jetzt hier die Chance, ein selbstbestimmtes Leben zu beginnen. Ein Leben nach deinen Vorstellungen. Ein Leben in Erfolg, mit Leidenschaft, ja, wo du deine eigenen Entscheidungen treffen kannst. Vielleicht ist es tatsächlich eine Fortführung von 1. Vielleicht geht es hier auch um ganz andere Menschen, die vielleicht bisher sehr stark gebunden waren, die in Verpflichtungen gesteckt haben. In Abhängigkeiten und hier hast du auch eine Form von Befreiungsschlag, nämlich den, dass du tun und lassen kannst, was du willst in Zukunft.
Du kommst hier aus einer abhängigen Situation raus. Die mag, weil die Acht der Kelche sind ja immer das Verlassen schweren Herzens. Das mag durchaus sein, dass es dir nicht ganz leicht gefallen ist, diese Entscheidung zu treffen. Du weißt aber, dass es dein Leben auf jeden Fall verbessern wird. Könnte da noch ein bisschen konkreter werden oder soll das hier so auf dieser Ebene bleiben? Ich könnte ein bisschen mehr bewusst hier. Da kommt der Page der Kelche. Da kommen die Sechs der Stäbe. Und der Magier. Na, hier geht's nochmal um eine andere Geschichte wie hier. Also hier geht es tatsächlich darum, dass du deine eigene Größe erkannt hast. Du hast deine eigene Größe erkannt und du willst siegreich sein. Du willst jetzt eine neue Zukunft gestalten und du gibst dich mit nichts Kleinem mehr ab. Du gibst dich mit nichts mehr ab, was unter deiner Würde ist. Oder das soll jetzt nicht überheblich klingen, bitte, ja? Aber du gibst dich mit nichts mehr ab, was dir einfach zu gering ist, was nicht deinem Entwicklungsstand entspricht, was nicht deinen Fähigkeiten und Fertigkeiten entspricht und deiner Person. Als Magier kannst du alles schaffen. Du weißt, dass du alles in dir trägst, was du brauchst, um ein liebevolles, erfolgreiches, finanziell gut getragenes Leben zu führen. Und alles, was dich davon abgehalten hat bisher oder was dir einfach nicht, was dich da nicht entsprechend gefördert hat oder getragen hat, lässt du hinter dir. Der Kampf hört auf. Du kämpfst nicht mehr. Du weißt genau, was du willst. Du weißt genau, was du willst. Schau mal, und auf das steuerst du jetzt zu. Und zwar straight und mit Geschwindigkeit. In dein Leben kommt jetzt Geschwindigkeit. Geschwindigkeit und das Umsetzen deiner eigenen Ziele und Wünsche. Also hier bin ich mir ziemlich sicher, geht es um Menschen, die in eine Form von Unabhängigkeit gekommen sind und die jetzt sowieso umsetzen, was sie sich wünschen und erträumen. Das geht noch ein bisschen über meine eigentliche Videoformulierung hinaus, denn du hast jetzt sozusagen selber alles in der Hand, um dir dein Leben so zu gestalten, wie du es dir wünschst. Du musst nicht mehr auf Wunscherfüllung von außen warten, du erfüllst dir deine Wünsche einfach. Der König der Stäbe ist ein Mann, der weiß ganz genau, was er will. Das ist eine Energie, die nimmt sich, die tut, die macht, die ist aktiv. Und zusammen mit dem Wagen ist es eine sehr, sehr leidenschaftliche Energie, aber auch eine Energie, die ein extremes Moment von Umsetzung hat. Da wird gehandelt, da wird gemacht. Und dieses Kämpfen von früher, vielleicht auch vergeblich, hat hier ein Ende. Wahnsinnig schöne Energien bei dieser Legung. Wahnsinnig schöne Energien. Also auch wenn es momentan vielleicht sich noch schmerzhaft anfühlt, du gehst in eine Welt, die dir die Türen öffnet. Oder wo die Türen für dich offen sind, so muss ich sagen. Und dann haben wir noch die Acht der Stäbe. Die steht für Kommunikation, aber auch für Geschwindigkeit vor allem. Ne? Geschwindigkeit, da geht es um Schnelligkeit, um Überraschung, um Schnelles. Schauen wir mal, worum es hier geht genau. Jetzt kommt noch der Ritter der Schwerter, der steht nochmal für Geschwindigkeit.
Dann haben wir den Hängenden. Und die zwei der Schwerter. Was ich hier reinkriege, ist, hier findet jemand einen Ausweg aus einer scheinbar ausweglosen Situation. Vielleicht steckst du gerade noch oder stecktest gerade noch in einer Situation, wo du nicht wusstest, vor und zurück. Das mag jetzt alles Mögliche sein. Es kann sein, dass es finanziell war, dass es finanziell desolat war. Vielleicht wärst du gerne aus einer Partnerschaft ausgestiegen und konntest aus irgendwelchen Gründen nicht. Oder du konntest deinen Job nicht wechseln oder was auch immer. Ne? Also das Leben hat dir bisher eher dich in eine Stagnation gesteckt, wo du nicht so recht wusstest, wie du rauskommst wieder. Und jetzt kommt hier wieder Geschwindigkeit rein. Jetzt kommt hier wieder Bewegung rein. Jetzt hast du einen Anknüpfungspunkt gefunden, eine Lösung gefunden, wie du aus einer unangenehmen Situation, in der du vielleicht bisher auch nur noch am Durchhalten warst, am Aushalten warst, wie du aus der relativ schnell jetzt herauskommst. Und du hast jetzt auch die Kraft und du hast auch das, du hast hier auch den Willen dazu, das jetzt zu verändern. Für dich heißt jetzt ist Schluss, jetzt raus jetzt hier. Ne? Also alle drei Situationen haben etwas mit Ende, mit einer totalen Veränderung zu tun. Fällt euch das auf? Vielleicht sind die Energien gerade so. Ich finde das ja gerade sehr, sehr spannend. Ja? Also mit einer 180-Grad-Wendung. Auch mit Plötzlichkeit. Da kommt der Ritter der Kelche, die Sieben der Schwerter und die Königin der Münzen. Vielleicht geht es hier um eine Situation, in der du dich selbst betrogen hast über einen Ritter der Kelche oder wo der dich betrogen hat und du in einer Situation festhingst, wo du das aushalten musstest. Weil der Hängende ist immer die Stagnation. Ja? Vielleicht musstest du erkennen, was dich in so eine Situation gebracht hat als Königin der Münzen. Dass es dir nicht mehr passiert oder sowas. Ne? Und scheinbar hast du es erkannt, denn du schaust ja da rein, du hast es scheinbar erkannt, was dazu geführt hat, dass du dich hier hast über den Tisch ziehen lassen, verraten lassen, betrügen lassen, vielleicht auch um Geld, ja, kann auch sein. Vielleicht ist der ein oder andere von euch auch um Geld betrogen worden. Noch eine Reihe. Da kommt das Ass der Münzen. Da kommt der Turm. Und da kommt der Teufel. Schau mal her. Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Erstmal sagen die da oben, es ist ein großes Glück, dass du jetzt mit einer Situation Schluss machst, die Ungesundes, die Abhängigkeiten geschaffen hat und die dir einfach nicht gut getan hat. Ja? Es kann aber auch sein, dass sie dir auch hier sagen, du brauchtest, das ist ein großes Glück, dass du diesen Mist hier, den du hier erleben musstest, tatsächlich erlebt hast. Das ist ein großes Glück. Wahrscheinlich ist dir entweder Schlimmeres dadurch erspart geblieben oder aber du brauchst es einfach für deine Zukunft, dass du Menschen, die dir nicht gut tun, dass Menschen, die dich in eine Situation bringen, die dir schadet, dass du das einfach schon viel früher auf dem Schirm hast. Hier macht jemand einen Cut, findet einen Ausweg aus einer Situation, wo jemand ihn betrogen hat, belogen hat,
missbraucht hat, ausgenommen hat. Und da gehen jetzt ganz schnell die Türen auf. Sei froh, wenn du von diesen Energien hier jetzt befreit wirst. Ja, mir fällt jetzt nichts mehr dazu ein. Ist jedenfalls eine sehr, sehr schöne Aussage. Also alle drei Legungen haben diesen roten Faden, dass man etwas hinter sich lässt, was einem nicht mehr gut getan hat. Und bei jedem hat es eine andere Ausprägung. Wenn du dich jetzt zugeordnet hast und hast das ganze Video geschaut und hast festgestellt, Moment, was anderes passt besser, dann nimm das ruhig trotzdem noch als Impuls mit. Ja? So genau geht es bei diesen Auswahlvideos immer nicht. Und ihr dürft euch ja sowieso auch immer alle drei anschauen. Ja? Ja, meine Lieben, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe für euch. Tschüss.